Barbara, die vierten Olympischen Spiele, endlich die lang ersehnte erste Medaille, dann gleich die goldene. So ein bisschen verarbeitet, ein bisschen das durchlebt, was heute so abgegangen ist? Ja, das ist jetzt natürlich alles echt turbulent. Aber ja, schon langsam, glaube ich, schon langsam. Also der Sekt hilft da jetzt halt schon mit. Haben die vierten Olympischen Spiele auch dazu beigetragen, die Erfahrung dieser Spiele, dass es heute geklappt hat? Es lief ja eigentlich fast umgekehrt wie am Montag beim ersten Wettbewerb. Da war der Vorkampf sehr gut, Finale nicht ganz so gut. Genau, also es war eigentlich total gedreht heute und ich bin froh, dass es so war, weil ich habe eigentlich in letzter Zeit immer Probleme gehabt, ein bisschen im Finale, und das haben wir wie die Geisteskranken daheim noch trainiert, damit ich das endlich irgendwie ein bisschen friss. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Meine Burschen haben sich da jedes Mal breitschlagen lassen müssen, oh, Barbara braucht schon wieder ein Finale und nochmal ein Finale und nochmal ein Finale. Aber sie haben da ganz tapfer durchgehalten und ich bin echt froh, dass sie es gemacht haben, weil ohne sie hätte ich es nicht geschafft, muss ich ganz ehrlich sagen. Und die Erfahrung, die hat mir heute auf alle Fälle den Arsch im Vorkampf gerettet, muss man sagen. Das ist eine klare Aussage. Also den Arsch gerettet im Vorkampf. Und wann haben Sie denn im Finale geglaubt, das wird auf jeden Fall eine Medaille oder gar Gold? Also an Gold habe ich keinen Moment gedacht, weil das habe ich mir jetzt schon gemerkt vom vierten Platz. Da hatte ich die Medaille schon in der Hand und dann habe ich eben verloren. Diesmal nicht auf den Monitor geschaut. Ich habe einfach nur drauf gehört, ob der Sprecher sagt, die Barbara muss jetzt raus oder nicht. Das Kommando kam nicht. Also habe ich meine 15 Schuss abgegeben und am Schluss hat es gelangt. Dann habe ich hingeschaut, habe ich es gesehen und nachher war es vorbei. Am Montag nach dem ersten Wettbewerb und dem undankbaren vierten Platz haben Sie im Interview gesagt, warten wir mal den Donnerstag ab. Woher haben Sie diese Zuversicht genommen? Ja, das war eigentlich, glaube ich, eher so ein bisschen gerät, das sage ich ganz ehrlich, weil, wie gesagt, ich war jetzt da schon enttäuscht und ich habe nicht gewusst, ob ich also diese Kraft noch mal irgendwo hernehmen kann, muss ich ganz ehrlich sein, aber wie gesagt, das Team vor Ort war spitze und die haben gesagt, geh, das ist doch super gewesen gestern und das hat mich wieder aufgebaut und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann probieren wir es nochmal und dann machen wir es nochmal und dass das dann heute so endet, das hätte ich nie geglaubt, ehrlich. Es ist noch nicht zu Ende. Wie geht es denn heute Abend weiter? Ja, mir wurde ja ein Weißbier versprochen. Also ich hoffe jetzt ganz stark, dass ich jetzt nachher schon langsam einmal zu einem Bier oder zu einem Caipirinha komme.